Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind hier in der Kampagne von und mit Barbarossa, einem römischen Kriegsherr, wenn ich so sagen darf. Und der hat keinen geringeren Wunsch als Deutschland einzunehmen. Ja, also wir halt. Wir spielen diesen Römer-Typi, diese Fraktion, sage ich jetzt mal. Oh. Und wir schauen, wie weit wir das alles hinbekommen werden. So, bitte, ihr Primelchens, geht's bitte hierher. Hier unten müssen wir ebenfalls zumachen. So, das heißt, da kommt ein Dorli hin. Machst du schräg? Nee, kein Bock. Ich hätte es aber gerne schräg. So. Wäre. Schräg. Nicht so schräg. Ja, so schräg. Das ist schräg. Schön. So. Ich würde sagen. Boah, ich hoffe, das geht so. Wäre. Ich hoffe, das geht so. Dass da keiner reinkommt von den Hampelmännern. Weil Besuch braucht man keinen. So. Wäre. Da müssen wir schauen. Boah, es ist echt überall zum Zumachen, ne? Wie schaut es denn da oben aus? Wen versucht sie denn zu erschießen? Immer noch etwa diesen Speer? Gottes Willen. Ja, ja, da ist das nächste. Dann machen wir da die Route fertig. Schauen wir uns die kleine Insel an. Ich sage jetzt mal Insel dazu. Da haben wir schön Gold. Was macht ihr da? Sind denn das Manieren? Nein, sind es nicht. Arschkratzen. So, mal hier rüber schauen. Kann man uns hier noch erreichen? Nein, nur mehr durch ein Schiffelein. Was ja auch tut. Aha, da ist schon jemand. Okay. So. Würde ich sagen, kehrt Marsch. Kommt's mal her, helft's mal mit bei dem Deppen. So. Ich stelle mich wieder hier hin. So, da ist fertig. Jetzt ist noch da drüben zum Zumachen. Puh, ne? So vielleicht. Mit einem hübschen Tor wieder. So. Und nein, ich würde es gern. Warte, machen wir es nur eins daneben. So. Und jetzt gerade. Dasselbe hier. Ich hoffe, die kommen nicht vorbei, ey. Das wäre schlimm, wäre das. Nein, so nett. Schön von hier geradeaus. Ja. Na, da kommt ihr wer vorbei. Werdet ihr das anständig bauen? So. Hier. So. Die wollen das nicht anständig bauen. Da müsste mal keiner vorbeikommen. Hoffe ich halt sehr stark. Dürfte passen. Hoffe ich halt. Passt, wenn die zwei hier fertig sind. Okay, ihr seid fertig. Bitte dürft ihr die Schafe angehen. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8 Leute. Ja. 8 Leute, die arbeiten. Die es überhaupt gibt. Nein, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 7 noch. Das müsste passen. Okay. Wenn ihr da fertig seid mit Bauen, dann werden wir mal Steine klopfen gehen. So. Und hier bauen wir einfach schön die Mühle hin. Das müsste recht gut passen. Darunter um die Felder. Schaut sicher lieb aus. Ja. Du aber gehst schon mal, so, das bauen wir hier, würde sagen, hier so hin. Du gehst dann gleich mal Stein klopfen. Die hier sind auch bald fertig, das tut mich sehr freuen. Du Gnädigste, hilfst ihm dabei. Ja, da kommt schön ordentlich Nahrung. Das freuen mir tut. Ja, seid ihr schon fertig? Jawohl, gleich sind sie fertig. Jawohl. Passt. Sehr schön. Ihr helft auch mit beim Stein.
sehr gut. Gut, du, was machen wir mit dir? Du könntest Gold machen, genau, da oben. Sehr gut. So. Ja, das schaut dir nicht so schlecht aus. Dann werden wir auch mal ein Mönch. Was ist das? Erlösung. Mönche können feindliche Gebäude, außer Dorf, Zonen, Burgen, Kloster, Felder, Reusen, Wälle, Tore und Weltwunder und Belagerungswaffen bekehren. Oh! Die meisten feindlichen Einheiten lassen sich aus der Entfernung bekehren. Doch bei Gebäuden, Rammen und Trieböcken muss der Mönch daneben stehen. Das ist ja Frechheit. Wegen sich 25 feindliche Mönche bekehren. Mönche besitzen mehr Lebensenergie, sodass sie schwerer umzubringen sind. Von feindlichen Mönchen und oder Missionen bekehrt Einheiten kommen, um anstatt der einzunehmen. Schön. Werde ich mal zwei erstellen. Aha, und wir brauchen Häusele. Das heißt, ihr zwei geht's Heiselbaum. So, ich würde sagen, da schaut's doch nicht so schlecht aus, oder? Hier. Ja, hier bauen wir. Hier machen wir die hin. So. Buh-wäre. Buh-wäre. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bauen wir die 8 hier. Buh-wäre. Baut die mal fertig. So, wir müssen uns ja ein bisschen beeilen. Ne? Es ist hier im Tipp gestanden, wir sollen dafür sorgen, dass 2 Völker hier ausradiert werden. Mal kurz hier reinschauen. Nein, hier ist falsch. Abbrechen. Da werden wir es auch nicht sehen. Da werden wir es sehen. Nein, da werden wir es auch nicht sehen. Wer sackelt Zement? Wie ging das denn? Ach, was soll's. Scheiß doch nun drauf. Wir werden uns einfach für ein paar Feinde entscheiden, also für 2, und die machen wir fertig und dann passt das schon. So schaut's aus. Jetzt habe ich schon gedacht, wann kommt die nächste Einheit, aber ist klar, wenn keine Gebäude, also keine Häuser da sind, wie sollen dann Einheiten entstehen, ne? So, mein Nase juckt. So. Wie schaut's da aus? Ja, das habe ich mir schon gedacht. 200 Nahrung haben wir, Holz haben wir auch, bitteschön. So. Du könntest beim Bauen dabei helfen. Oh, die sind ja schnell, vergiss es. Mach bei Gold weiter. Mal Stein, mach eh die 2, dann kommt die 2 dazu, das passt auch. So. Dann haben wir erst 50, ne? 60, 65, brauchen wir noch 2 Häuschen. 65. Buh-wäre. 70. Buh-wäre. 75, das müsste passen. So. Heiße? Jawohl, die wird mal gespeichert. Dann bauen wir hier eine Mühle. Ich hoffe, das ist so. Warte mal. Ich probiere es mal mit einem Feld. So, dass es einigermaßen hübsch ausschaut. Werde ich einfach mal so eins herbauen. Hey, ja. Hey, ja. So. Auf. Aha, da geht das dritte schon nicht aus. Ja. Dann die Mühle. Wäre. Du wäre. Du wäre. Nächstes. Nächstes. Sind die noch beim Schaf? Nein. Du kannst das Schaf da noch plätten. Dann haben wir noch 2. Das müsste sich ausgehen. Der Baum muss halt weg. Weißt was? Da opfere ich gerade mal 2 Leute. Die sollen den Baum da wegmachen. Damit wir da ein Feld herbauen können. Hey, ja. So, wer hat keine Arbeit? Ihr zwei. Da drüben bitte. Noch wer? Nein. Gut. Bam, bam, bam.
Okay, da können wir natürlich den Pflug entwickeln, das machen wir sofort. Hier werden wir auch den Handkahn entwickeln, das machen wir auch sofort. Bei euch die Erlösung, ja, machen wir auch. Ihr seid fertig. Da ist natürlich gleich auch fertig, da unten ist auch fertig, passt. Naja, ihr Pfosten, ne? Ich muss dringend hier Dümchen aufstellen. Sobald die zwei fertig sind mit dem Baum hier, werden die hier Dümchen dann aufstellen und fangen. Also hier. Und hier und hier und da unten. Damit wir in Sicherheit sind. So, ja. Perfekt. Da werden wir das, unsere Ressourcen schon mal zusammensparen, um in die imperiale Zeit wandern zu dürfen. Ja. So, immer schön weg damit. Weil dann brauche ich noch die zwei Helden hier, um noch unsere Armee quasi aufzubauen. Also Kasernen und solche Sachen halt eben, Ställe und so weiter. Ich denke, mit Ställen werden wir wieder besser dran sein. Eine Schießanlage wieder bauen und so weiter. Ich glaube, das passt. So, gleich ist der Baum weg. Perfekt. Jetzt müsste sich hier dann auch... Ja, jetzt geht es in ein Feld aus. Okay, ihr zwei. Und zwar, wir brauchen einen Stall. Wo passt ein Stall besser, als wenn er gleich in der Nähe einer Burg ist? So. Passt. Aber zuerst braucht man Schutz. Das heißt, wir beginnen hier mit dem ersten Turm. Damit der schon mal sein Tageswerk hier vollbringen kann. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Sehr schön, die bauen schon fleißig vor sich hin. Da werden wir auch eine Universität bauen. Ich würde sagen, da irgendwo hin. Oder hier so. Na, hier nicht, der hat nicht Platz. Da vielleicht, irgendwie so halt. Eine hübsche Uni hinbauen, damit wir auch unsere Dürmchen weiterentwickeln können. So, gleich ist es soweit. Dann haben wir den ersten Turm schon fertig. Schön, dann kommt der zweite. Aha, da deckt er schon einiges auf. Da haben wir einen Wachturm schon. Okay, von da herüben kommen gleich drei Einheiten eigentlich zu uns, ne? Also das ist schon ein bisschen heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr schön, die Dümchen machen ganze Arbeit. Dann werden hier drüben noch zwei gebaut. Das gleiche wird hier passieren, zwei, da werden wir sogar drei bauen. Hier werden, ja, eins, zwei, drei vielleicht, also fünfe, und hier werden, ja, werden maximal vier reichen, drei vielleicht sogar. So. Dann kommt hier der nächste. Und gleich der nächste. Was macht sie? Was sind die Trotteln? Wieso hatschen die da durch? Holzer, Holzer. Holzer, Holzer, da, renn durch, du Trottel. Ist ja unfassbar. Warum will die von außen? Ist ja unfassbar. Hallo, will sie den Tabletten? Ist ja unfassbar. Naja, mit Hirn sind die nicht besonders gesegnet. Nein, der zweite. So, bau den zuerst fertig. Ist ja unfassbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wichtigste ist als nächstes, dass wir die Universität hinkriegen. Oh, was ist mit euch zwei? Das sehe ich aber nicht gern, dass ihr da herumsandelt. So, bitteschön. Ja, ich hätte da vielleicht ein bisschen noch rüber müssen, aber ist ja wurscht. Schaut halt nicht ganz so schön aus, aber zweckmäßig. Aha, okay, wartet mal, geht's weg ein Stück. Ja, der Dorf ohne ist erledigt, das war logisch. Oh, ich glaube, ich spinne.
Geht schon. Okay, Türmchen bauen ist keine gute Idee. Ich brauche die Uni. Wo knall ich die denn hin? Am besten hier. Gleich mal einen neuen Dorfbewohner erstellen. Scheiße. Ja, ja, das war wieder verkehrt, ne? Das war wieder verkehrt. Okay, doch, das hier. Und auf zur imperialen Zeit. Bitte hilf mit. Scheiß die Wand an. Das war jetzt echt blöd von mir. Aber schau, der ist erledigt. Muha. Sehr schön. Dämliches Katapult, elendiges. So, Kloster haben wir. Passt, als nächstes auch eine Schmiede. Wo tun wir denn die Schmiede hin? Soll ich das so gefährlich am Wasser bauen? Ich habe echt Schiss, dass da irgendwie schief gehen. Oh, bitteschön, ihr kriegt neue Felder. Selbstverständlich. So, gnädigste. Ich denke, du wirst auch gleich fertig sein. Ja. Du wahrscheinlich auch. Jawohl, und du auch. Oder auch nicht. Ja, ist gleich fertig. Hat er gleich geschafft. Okay, die Schmiede steht. Sehr gut. Können wir schon mal entwickeln anfangen. Boah, das Kulturm müssen wir dann dringend reparieren. Stall ist gebaut. Waffenschmieden-Dingens werden wir brauchen. Den knall ich. Ich würde sagen, den knall ich hier hin. So. Perfekt. Dann können wir hier schon mal unsere Truppen sammeln. Aha, Gold fehlt. Okay. Dann würde ich hier noch einen abwerben und hier rüberstellen. Wobei, wenn man dann Chevaliers haben. Ich könnte noch 5 vielleicht machen. Machen noch 5 Dorfbewohner. Passt, da sind wir auch fertig. Aha, ein Weltwunder, genau. Brauche ich aber momentan noch nicht wirklich. Aber einen Marktplatz hätte ich gern. Ich denke, den knall ich da so her. Bitte mithelfen. So. Können Sie unsere Einheiten ein bisschen sammeln hier so? Passt. Dann machen wir gleich hier. Machen wir gleich weiter. Dann hier. Achso, geht noch nicht. Was fehlt mit Gold? Hier vielleicht. Nein, Ketten will ich nicht auf diese Weise. Ich will Spiriten für die Britinnen, also für Ritterleins haben. Wieso? Wie kommt die da jetzt? Du bist so ein Idiot. Speer und so, ne? Für A und F, echt. Voll Idiot. Bitte, Alter, bleibt's da stehen. Das gibt's ja nicht. Voll Trotteln. Passt. Ihr vier seid fertig. Bitte. Dümchenbaum. Hier hin. Ich glaube nicht, dass die hier vorbeikommen, ne? Ich glaube, da habe ich einen Schmarrn gemacht. Ja. Wartet. Den Turm tue ich weg. Ich werde Dümchen hier hinbauen lassen. Macht's einen halbwegs großen Bogen wenigstens. Ah, fehlt wieder ein Gold. So, hoffentlich schaffen die es, ohne dass das Tor aufgeht. Perfekt. Du gehst zu den Goldeinheiten. Gehst am besten dahin und hilfst mit. So.
So, haben wir noch jemanden, der keinen Job hat? Tatsächlich noch zwei Einzelmännchen. Ja, jetzt auch zum Gold, das passt schon so. Ah, ihr seid fertig. Okay, dann geht's hier zum Gold. Passt. Ihr könnt gleich den zweiten Turm daneben eigentlich irgendwie hinklatschen, wenn es geht. So wäre schön, aber ich glaube, ich fürchte, da geht das Tor auf. Ja. Du vielleicht nicht mehr. Das ist toll. Klick man. Du könntest da durchgehen. Das war. Hoffentlich klappt das. Ja, das klappt schon mal. Klick man. Wow, alter Schwede. Komm, mach. Wird fertig. Hallo? Perfekt. So, reparieren gehen. Alles auf diese ekelhaften Scheißkerle. So, unbedingt Chemie mal entwickeln. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So, schmiedemäßig. Geht sich das aus? Jawohl. Yay. Passt, der erste ist gleich mal erledigt. Passt, bitte reparieren gehen. Schön, der erste ist erledigt. Bitte den nächsten. Und da werde ich noch ein drittes Türmchen hinbauen, das müsste dann schon passen. Hoffentlich. Na, gratuliere. So, was haben wir da? Das ist jetzt die Frage, soll ich da schon? Ich werde auf jeden Fall mal Chevaliers machen. Das ist sicher nicht ganz verkehrt. Nein, nicht rausgehen. Nicht rausgehen. Boah, ey. Ist der jetzt bald einmal erledigt? Wow, da können wir schön aufs Maul. So. Schnell den Turm reparieren. Ja, der eine ist gleich erledigt. Passt, der ist hin. Phew. Da stelle ich gleich noch eine. Halt. So. Ja, ja. Da, du kannst den Turm dann da mal bauen. Boah, das geht aber schön weit. Was haben wir hier? Wenn schneller erschaffen. Verstärkt Burgen mit Lebensenergie. Infanterie schießt Pfeile. Nehmen wir das mit. Vielleicht geht's bis hierher. Böse wäre ich darüber nicht. Da haben wir auch schon. Dann wäre da oben nicht schlecht. Da oben ist ja ganz ruhig, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wow, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Yay. So. Ich glaube, einer geht's mir aus. Naja, ist ein bisschen zu viel, oder? Ist ein bisschen zu viel. Wäre gut, hier noch einen bauen. So. So um die Ecke. Na fein. Wir sind ja gar nicht mal so schlecht unterwegs, finde ich. Du könntest denen auch helfen, bitte. Wir sind ja gar nicht so schlecht unterwegs. Wir brüsten uns jetzt mal ein bisschen auf, armeemäßig. Ding dong. Oder warte, du könntest eine Schießanlage bauen. Das gebe ich noch schnell in Auftrag. Wenn die da irgendwo Platz hat. Da vielleicht? Ja, da hätte sie gar nicht so schlecht Platz. Gut. Ja, sehr schön. Die Burg erreicht das super. Spitze. Freut mich gerade total, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hervorragend. Perfekt.
Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es hier frisch, fröhlich weiter. Wir haben jetzt da uns da ein schönes, ja, ein bisschen gemütlich gemacht, sage ich mal. Ein bisschen Schutz aufgebaut. Jetzt können wir uns um die Armeen kümmern. Der erste Wald ist auch schon bald gerodet. Können wir hier gleich den nächsten dann angehen. Ja, ressourcenmäßig schaut es hier noch gut aus. Ich bin gespannt, wie es im nächsten Part weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!